Skikaiser Franz Klammer. Wir sind hier in Bad Kleinkirchheim beim Weltcuprennen der Damen. Wir sprechen natürlich im Wesentlichen über den Skisport, aber Ihnen war ja auch immer die Jugend, der Sport und die Bildung ein Anliegen. Und wir haben ja jetzt auch in den österreichischen Schulen neue Bestrebungen, dass die Schulen autonom werden. Was ist Ihre Vorstellung von autonomer und idealer Schule? Naja, ich würde sagen, Sport in der Schule ist immer sehr, sehr wichtig, weil gesunder Körper ist ein gesunder Geist drinnen, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und dann ist auch wichtig, dass die Kinder gerne in die Schule gehen, dass sie mit einer Freude aus dem Haus gehen und nicht sagen, Gottes Willen, jetzt muss ich in die Schule gehen. Geh gerne in die Schule, sie lernen was, es gibt ein Programm, was sie interessiert, das ist eigentlich einmal das Wichtigste. Wenn Sie Schuldirektor wären persönlich, was würde Ihnen denn vorschweben als Unternehmensführer oder Schulleiter? Ich glaube, die Kinder müssen ausgebildet werden, dass sie lernen zu lernen und richtig effizient zu wirken und dann auch eben viel Fitness, viel nebenher. Also es muss ein Programm da sein, was wirklich die Schüler interessiert. Wären Sie zu Ihren Lehrerinnen und Lehrern ein strenger Direktor? Würden Sie das mehr im Team gestalten, so wie im Skiteam oder im Skiverband? Oder wie wären Sie als Direktor? Nein, ich glaube, es ist Teambuilding ist genauso wichtig, weil allein kann man nicht wirklich viel bewegen. Es ist ein Team sehr wichtig und das müssen die Kinder auch schon lernen, auch in der Gemeinschaft gemeinsam was zu lernen. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir werden gemeinsam eine gute Zukunft für unsere Schüler in Österreich haben. Herzlichen Dank, Franz Klammer. Ja. Danke. Ja.